Morgen, meine Lieben. Wir haben jetzt 9 Uhr. Es gibt jetzt Frühstück. Ich habe mir eine Porridge Bowl gemacht. Also 40 Gramm Haferflocken mit 150 Milliliter fettarmer Milch. Ein bisschen in die Mikrowelle rein. Dann gab es dazu eine Pfirsich klein geschnitten und Blaubeeren und ein Superfruit Topping. Ich zeige euch das gerade mal. Von da was. Und davon einen Esslöffel noch oben drüber. Und dazu gibt es eine Tasse Kaffee und auch mit ein bisschen Milch und Wasser. Und dann mache ich Sport. Ich habe mich angemeldet bei Gymondo. Ich mache das Abnehmen-Beginner-Programm mit Ernährungsplan, allem drum und dran. Und muss jetzt die ersten 3 Tage Ernährungstagebuch führen. Ich meine, das mache ich ja sowieso. Das ist jetzt nicht das Problem. Und habe jetzt gleich auch schon mein erstes Workout. Eine halbe Stunde. Entschuldigung. Eine halbe Stunde Workout und dann werde ich duschen gehen und mich umziehen und dann ein bisschen arbeiten und dann mal schauen, wie der Tag so wird. Zum Mittagessen werde ich wohl eine Reis-Gemüsepfanne essen. Ich weiß es noch nicht so genau, ich denke schon. Und heute Abend gibt es einen Shake. Das habe ich mir fest vorgenommen. Heute Abend gibt es einen Shake, entweder mit Obst oder einen ganz normalen Shake. Ich weiß es noch nicht so genau. Das werde ich dann sehen. Ja. Also ich habe einen starken Willen und ich hoffe, der wird diesmal nicht durchkreuzt. Das gestern, das war wirklich der Hammer. Mein Mann kam erst um 7 Uhr heim, regulär da um 4 Feierabend. Und ja, was essen wir denn jetzt? Wir waren alleine, die Kleine war mit meinen Eltern, was heißt die Kleine? Teenager eben, war mit Freund und mit meinen Eltern Feuerwerk gucken. Und bei der Kirmes in Montabaur, also in der Stadt, wo ich auch aufgewachsen bin, die haben Feuerwerk geguckt und waren ein bisschen Kirmes feiern und grillen und so. Und wir waren zu Hause und wussten nicht, was wir machen sollten, so auf die Schnelle. Der Salat hätte auch wieder ewig gedauert. Ja, da haben wir uns halt eben den Falafelteller bestellt. Und ja, heute Morgen sagt die Waage wieder, du bist böse, du bist ganz böse. Ja, und ich wollte mich ja eigentlich auch gar nicht draufstellen. Normalerweise erst wieder Freitag, Samstag. Aber ich habe gern die Kontrolle. Das ist so bei mir das Problem. Ich bin so ein kleiner Control-Freak und ich sehe gern, was ich habe und was ich leisten muss und so. Und ja, das war nicht schön zu sehen. Und jetzt muss ich meinen Bob ist doch ein bisschen extremer bewegen. Und ja, ihr sollt mich halt dabei ein bisschen begleiten. Und ich hoffe, dass wir das alles, also beziehungsweise dass ich es hinbekomme und dass ihr Spaß dabei habt. Mir dabei ein bisschen Gesellschaft zu leisten. Vielleicht habt ihr ja Lust mitzumachen. Keine Ahnung. Oder wollt mir Tipps und Tricks geben. Was Ernährung betrifft, weiß ich eigentlich alles. Allein durch meine Ausbildung, jetzt durch dieses Fernstudium zur Ernährungsberaterin. Nur das mit dem Umsetzen, da hapert es ab und an ein bisschen. Ich meine, Fleisch esse ich ja eh keins, aber trotzdem, also ab und an gibt es auch Fast Food und das schlägt ganz schön zu. Das muss ich sagen. Also das habe ich jetzt selber gemerkt. Wenn ich selber koche, geht's. Gibt es dann mal eine Pizza oder gibt es dann mal, keine Ahnung, Pommes mit irgendwas, dann geht mein Gewicht direkt wieder hoch. Klar können das auch Wassereinlagerungen sein, weil man nicht von heute auf morgen, was weiß ich, wie viel zunimmt. Aber man sollte schon vorsichtig sein mit dem, was man isst und sich auf jeden Fall ausreichend bewegen, im Defizit bleiben. Und das strebe ich jetzt an. Jo, jetzt geht's los. Ich habe ein bisschen Hunger, werde jetzt meine Porridge Bowl essen, meinen Kaffee trinken. Und dann geht's ab zum Sport. Bis dann! Hi ihr Lieben, also ich habe jetzt das erste Workout hinter mir. 32 Minuten Hardcore-Workout verbrennt nur 164 Kalorien. Das ist gerade mal, glaube ich, ein bisschen mehr als die Hälfte von meinem Frühstück. Hihi, toll! Also da weiß ich schon, was ich machen muss, um... ich bin ein bisschen geschafft... um das zu tun, was ich vorhabe. Sport, Sport, Sport und Bewegung, Bewegung, Bewegung. Alles nicht so einfach, vor allem, wenn man sich vorkommt wie eine Dampflok. Aber gut, ich bin jetzt ein bisschen aus der Puste, jetzt gibt's was zu trinken. Und dann muss ich mich duschen. Und dann wird ein bisschen gearbeitet. Ich muss ein bisschen was tun und Haushalt muss auch noch gemacht werden. Und. Lust habe ich ja keine, aber okay, durch den Sport bin ich ein bisschen gepusht. Das heißt, dann kann es jetzt losgehen. Also Mädels und Jungs, falls ihr ein geniales Workout machen müsst, macht Gymondo. Macht euch ein Gymondo-Abo. Ich habe das für ein Jahr, ja gut, jetzt habe ich erstmal eine Probewoche und dann ein Jahr für 56 Euro. Ich finde, das ist für so ein
Online-Studio eigentlich das beste Angebot, was es gibt momentan auf dem Markt. Die anderen kosten zwischen 5 und, ich glaube, 6 oder 7 Euro im Monat. Also das hier für 56 Euro im Jahr, das ist schon cool. Und ich habe jetzt einen Ernährungsplan dabei. Ich habe das Workout und das ist wirklich schweißtreibend. Mir ist ein bisschen warm. Also das war doch schon ein bisschen anstrengend. Deswegen fehlen mir auch gerade ein wenig die Worte, aber kriege ich trotzdem irgendwie hin. So, wie gesagt, ich muss mich jetzt ein bisschen fertig machen, frisch machen und dann wird gearbeitet. Ich melde mich dann später wieder. Bis dann. So, da bin ich mal wieder. Jetzt sitze ich vor meinem Mittagessen. Es gibt eine Reis-Gemüse-Mischung. Die werde ich mir jetzt schmecken lassen. Die hat ca. 300 Kalorien. 300 Gramm. Als Portion rechnen die Hälfte an mit 150 Gramm. Ich zeige euch aber jetzt gleich mal das Foto, was die 300 Gramm sind. Also es ist praktisch ein Teller voll Reis und Gemüse. Das sollen zwei Portionen sein. Naja gut, wenn man Beilagen dazu isst, vielleicht. Aber das ist mein Mittagessen. Ich bleibe bei den 300 Gramm. Ich werde das garantiert nicht halbieren, weil es ist wirklich nicht viel. Wie gesagt, ich zeige euch das jetzt. So, ist das viel? Ich denke nicht. Also, ich werde es mir jetzt schmecken lassen. Dazu gibt es noch einen Lipton Sparkling Eistee. Und dann melde ich mich später nochmal. Bis dann. Hallo, ihr Lieben. Wie ihr sehen könnt, liegen wir schon wieder im Bett. Ist auch Zeit. Und heute Abend gab es Upsis mit Tomate Mozzarella. Die zeige ich euch jetzt. Moment. So, und jetzt wollen wir noch ein bisschen Fernsehen schauen. Dazu gibt es einen gesunden Snack. Ich habe hier so eine Schüssel mit Nüssen. Und mein Männlein isst geröstete scharfe Nüsse vom Aldi. Die darf ich aber nicht essen. Die sind böse für mich. Und ich war heute richtig gut im Plan, vom Kalorien her und von meinen Mikro- und Makronährstoffen. Das sehe ich in meiner App sehr gut. Die zeigt mir auf, wie meine Mikro- und Makronährstoffe sind. Wo guckst du eigentlich gerade hin? Auf deine Nüsse. Das war jetzt gut, ne? Mein Mann guckt mir auf meine Nüsse. Also sowas aber. Naja, auf jeden Fall Ich machen soll wir es. gleich meine in den Mund nehmen. Au. Das haben wir hier nicht, das hat er nicht gesagt und das werde ich auch nicht tun. Also, Ist meine Chili-Nüsse. ich mag keine Chili-Nüsse. Au. So, also wir werden jetzt den Abend genießen, noch ein bisschen Eiszombie gucken und Unsinn machen, wie immer. Ja, wir sind halt ein bisschen. Ne? Sind wir doch. Ja, du. Du auch. Ich? Na Ja, gut. also, der muss doch so sein, oder? Der ist mit mir zusammen. Also, ich bitte dich. So, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend, Nacht, Tag. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Und wir machen es uns jetzt bequem. Nicht ertrinken. Wenn du magst. Tschüss.